Sie sind nicht die kläglichen Kreaturen, wie uns versprochen wurde. Sie widersetzen sich, sind widerspenstig und lassen sich nicht unterwerfen. Sie herauszufordern, bedeutet sich dem Tod zu stellen. Godzilla X Kong, oder wie der Pandaman so liebevoll gesagt hat, Godzilla Cross Kong ist so das aktuellste, was wir aus dem Monsterverse und generell von Godzilla eigentlich bekommen haben. Der Trailer spaltet ja so ein bisschen die Gemüter. Die einen sagen eben, okay, ich bin sehr gespannt darauf, denn diesen Gegner gab es vorher noch nicht. Das heißt, diesen Gegner, den wir jetzt hier zu Gesicht bekommen, den kennen wir so auch nicht aus den Original-Godzilla-Toho-Filmen. Die anderen wiederum sagen, ja, jetzt haben wir halt schon wieder einen Affen als Gegner. Ich gehöre dabei eher zu ersteren, denn ich bin ziemlich gespannt darauf, was dieser Gegner wirklich zu bedeuten hat. Ich habe mich jetzt mal hingesetzt und habe mir im Internet ein paar Theorien durchgelesen, habe die einfach mal hier gesammelt und will die jetzt mal mit euch gemeinsam besprechen. Wer oder was ist dieser Gegner im neuen Godzilla Cross Kong? Ich sage es jetzt genau wie der Pandaman. Ich finde, das hört sich irgendwie ein bisschen cooler an als Godzilla X Kong. Wer ist der neue Gegner aus Godzilla Cross Kong? Lass mich am Ende des Videos wie immer auf jeden Fall deine Meinung zu dem Thema wissen. Und dann würde ich einfach sagen, fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Was uns zuallererst auffallen sollte, ist, dass wir es hier wieder mit einem Affen zu tun haben. Ja, deswegen gehen ja auch die Gerüchte davon aus, dass wir jetzt hier mehr über Kong zur Erfahrung bringen könnten. Also eben, dass dieser Film, ähnlich wie auch Godzilla vs. Kong, den Fokus ein bisschen mehr auf Kong als auf Godzilla legen wird, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, denn ich glaube tatsächlich, dass dieser Gegner hier nur dafür da ist, um uns die Hollow Earth und die Geschichte der Hollow Earth ein bisschen mehr zu beleuchten. Und die Geschichte der Hollow Earth ist eben ausschlaggebend dadurch gefallen, dass eben der Krieg zwischen den Kongs und den Godzillas stattgefunden hat. Das heißt, diese Figur könnte uns, ähnlich wie auch eine Art Watcher, nur eben jetzt aus dem Monsterverse, Geschichten erzählen und Legenden von früher. Das könnte eine Funktion dieser neuen Kreatur sein. Ob er wirklich der Gegenspieler ist, das wissen wir ja noch gar nicht so ganz genau. Eventuell haben wir es hier wirklich mit einem Art Watcher zu tun, der uns eben expositionslastig erklärt, was damals passiert ist. Eine weitere Theorie geht davon aus, und da sage ich auch ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, ist, dass uns hier auffällt, dass wir es hier mit einem Orang-Utan zu tun haben, während eben, naja, Kong selber ein Gorilla ist. Hier greift dann die sogenannte Planet der Affen-Theorie ein, wo eben gesagt wird, ja, es gibt verschiedene Arten der Kongs. Das heißt, wir haben einmal die Gorilla, vielleicht einmal Riesenschimpansen, Riesenorang-Utan, und die haben alle einen anderen Stellenwert in eben diesem gewaltigen Kong-Clan. So könnte der Kong, den wir eben kennen, der ja als Gorilla klassifiziert wird, eine Art Untersoldat gewesen sein, der eben direkt an die Front des Kaiju-Krieges geschickt wurde. Der neue Bösewicht hier in Godzilla Cross Kong könnte also als Orang-Utan etwas vom Rang Höheres sein, sowas wie vielleicht ein Militäranführer oder vielleicht sogar ein König. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ja, diese Theorie würde ich schon mal mehr oder weniger unterstreichen, denn es wird auf jeden Fall einen Grund geben, warum wir jetzt hier einen Orang-Utan-Kong bekommen. Und es wäre einfach logisch, dass man eben sagt, ja, diese verschiedenen Affenrassen, Affenarten haben eben andere Ränge und eben auch andere Funktionen, gerade hier im Kaiju-Krieg. Diese Theorie könnte ja meine eigene Theorie von eben gerade nochmal unterstützen und eben sagen, dass die Orang-Utan-Kongs eventuell eine Art von Watcher-Funktion haben und die deswegen überall auf der gesamten Welt zur Funktion kommen. Unter anderem könnte man sogar so weit gehen und sagen, dass diese Orang-Utan-Watcher-Kongs auch wirklich Kontakt zu Schimpansen oder Orang-Utans auf unserer wirklichen Welt haben, also auf der Oberfläche der Hollow Earth haben, also unserer Erde haben, und dann somit das Geschehen auch der Menschheit mit aufzeichnen können. Das geht vielleicht alles ein bisschen zu weit, kommt doch alles aus dem Nichts, aber ich bleibe dabei, dieser Affe könnte eine Art Watcher für das Monsterverse werden. Ebenfalls sage ich auch ja, die Orang-Utans werden eine andere Funktion als die Gorillas haben in dieser gesamten Kong-Fraktion. Ebenfalls eine weitere Theorie, die ich mir auch von Anfang an noch in meiner Trailer-Reaction gedacht habe, die habe ich dir gerade mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da habe ich meinen ersten Eindruck zum Teaser kundgegeben, und da habe ich auch schon gesagt, was wäre denn, wenn wir hier nicht einfach nur einen Gegner aus Godzilla Cross Kong sehen werden, was wenn wir hier wirklich den Thanos des neuen Monsterverse sehen?
Und ich bin nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, nein, gerade im US-amerikanischen Raum sind YouTuber nahezu alle auf die Idee gekommen, was, wenn wir es hier mit dem Obermacker der quasi der ersten Monsterverse-Phase zu tun haben. Das Sinnbild der Bildsprache würde einfach dafür sprechen, da wir auch hier wieder eine Kreatur oder eben einen Charakter sehen, der auf einem Thron sitzt, der dann bedrohlich nach vorne geht, in die Kamera schaut, die Augen fangen an zu leuchten und die Kamera geht eben weiter zurück. Ähnliches haben wir bereits auch von Thanos gesehen, sowohl in Guardians of the Galaxy als auch am Ende des allerersten Avengers-Films, wo er eben auch einfach nur in die Kamera guckt und kurz lächelt. Ebenfalls sehen wir auch hier, dass dieser neue Gegner alleine auf dem Thron. Das heißt, wir haben auch ringsherum haben wir keine Gefolgsleute oder ähnliches. Er sitzt da wie quasi das Mastermind hinter einem bestimmten Komplott, der eventuell noch ausgearbeitet wird. Und hier habt ihr eine neue Fantheorie, die jetzt komplett von mir stammt. Was ist, wenn der Untertitel von Godzilla x Kong, A New Empire, unter jedem neuen Monsterverse-Film dieser ersten Phase stehen wird, weil jeder dieser Monsterverse-Filme uns quasi auf dieses New Empire hinbringt. Nee, auf dieses New Empire zusteuern lässt. Das heißt, wir hätten quasi so wie jetzt Marvel Phase 1 bis 3, ja die gesamte Phase, die Infinity Saga nennt, hätten wir jetzt hier die New Empire Saga, die quasi die erste Phase des Monsterverse unterstützt. Das heißt, wir könnten jetzt hiernach noch einen Film bekommen, der einfach heißen würde Mothra, A New Empire, Ghidorah, A New Empire, möglicherweise auch nochmal einfach nur einen Godzilla, The New Empire und dann letztendlich bekommen wir dann den großen Avengers-Film Destroy, The New Empire als eine Anleihung an Godzilla, Destroy All Monsters. Das ist nur eine Theorie von meiner Seite aus, ist auch sehr gewagt, dass das Ganze jetzt so stattfinden würde, aber sollte das hier wirklich das Mastermind oder der Thanos hinter dem Ganzen sein, könnte es wirklich sein, dass das Monsterverse hier ein bisschen, naja, konsequenter lostritt, als eben das MCU und wirklich sagt, okay, wir bekommen jetzt hier wirklich ein New Empire, ein neues Imperium geliefert. Eine weitere Theorie, die eigentlich auch zu den anderen Theorien mit hinzugenommen werden kann, ist die, dass dieser große Endgegner hier der Grund dafür ist, dass Kong und seine Familie nicht in der Hollow Earth, sondern an der Oberfläche der Hollow Earth gelebt haben. Das Ganze wurde zwar schon mal relativ grob erklärt, warum die Kongs an der Oberfläche der Erde kleben oder leben und eben nicht im Inneren, obwohl im Inneren ja das Reich der Kongs war. Es wurde aber, meine ich, auch nie komplett aufgeschlüsselt, was denn da wirklich vorgefallen ist. Die Theorie geht davon aus, dass der neue Orang-Utan-Kong-Bösewicht der Grund dafür ist, denn er hat die letzten der Kongs an die Oberfläche vertrieben. Deswegen mussten Kong und seine Eltern auch an der Oberfläche leben. Ebenfalls geht die Theorie davon aus, dass die Skullcrawler, die man ja so auch nicht wirklich aus den Toho-Filmen kannte, also eigentlich gar nicht aus den Toho-Filmen kannte, korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich meine, die Skullcrawler gab es so im Original auch nie. Die Theorie geht davon aus, dass die Skullcrawler erschaffen wurden, und zwar von diesem einen Kong, der sie quasi in die Hollow Earth freigelassen hat, damit diese Skullcrawler aufpassen, dass die Kongs nicht mehr zurückkehren könnten. Hört sich auf jeden Fall sehr abgefahren an und ich muss sagen, ja, auch das könnte irgendwie der Fall sein. Das Ding ist einfach, ich meine, jede Theorie, die ich euch jetzt gerade vorstelle, könnte irgendwie Sinn ergeben, weil wir einfach gar nichts über diesen Gegner wissen. Aber ich finde, das ist schon irgendwo machbar vom Geschichtsaufbau her und würde auch dann wieder Bezug auf Kong Skull Island nehmen und vielleicht ein bisschen zu sehr auf Kong. Eine weitere Theorie stützt sich hier erneut auf Kong, und zwar auf das, was Kong in Godzilla vs. Kong wirklich getan hat. Denn hier reisen ja die Menschen zusammen mit dem gewaltigen Kaiju-Affen in die Hollow Earth runter, um sich eben eine Waffe mit Energie zu verschaffen, die es mit Godzilla aufnehmen kann. Kong schnappt sich daraufhin eine Axt und lädt diese mit Energie aus der Hollow Earth auf. Die Theorie, die ich dir jetzt vorstelle, geht nämlich davon aus, dass genau das der Punkt gewesen ist, der erst dieses ganze New Empire, das wir jetzt erleben werden, ins Rollen bringt. Kong hat mit dem Aufsaugen der Energie aus der Hollow Earth eben in diese Axt Energie aus einem Gefängnis heraus aufgezogen, in welches dieser neue Gegner eingesperrt gewesen ist, der jetzt aber wieder herauskommen kann, da die Energie ja quasi nicht mehr vorhanden ist, sondern eben in der Axt. Das heißt, auch die Axt könnte im neuen Film eine zentrale Rolle spielen und quasi der Schlüssel sein, um diesen Gegner wieder einzuschließen. Und ja, wenn der Gegner hier wieder nur eingeschlossen würde und eben nicht getötet worden oder nicht getötet würde, dann hätten wir trotzdem wieder einen Gegner, der über mehrere Filme hinweg einen perfiden Plan schmieden könnte, auch von seinem neuen Gefängnis aus.
Ihr merkt schon, die Theorien gehen irgendwie zum Teil auch Hand in Hand und man könnte diese echt gut miteinander kombinieren. Allerdings, wie gesagt, wir müssen wirklich abwarten, bis der erste Trailer kommt, aber ich habe hier noch eine ganz interessante Theorie für euch. Erinnern wir uns einmal daran, wie die Menschen in Godzilla vs. Kong in die Hollow Earth gelangen. Denn da sehen wir ganz klar, dass sie nur durch eine Art von Portal in dieses Mittel, in den Mittelpunkt der Erde gelangen können. In diesem Portal, das quasi wie so ein Dimensionsloch aussieht, gibt es keine Schwerelosigkeiten, alles ist irgendwie so ein bisschen von Raum und Zeit befreit. Kurz darauf sehen wir aber, wie Godzilla einen Lichtstrahl, also einen Atomic Breath, durch die Erdkruste hindurchballert und einfach ohne dieses komische Dimensionsloch zu passieren, in der Hollow Earth landet. Dazwischen passiert allerdings genau das, was ich eben gerade schon erklärt habe, nämlich dass Kong mit der Axt Energie aus der Hollow Earth heraussaugt. Was ist, wenn dieses Portal, das wir in Godzilla vs. Kong sehen, später eben nicht mehr da ist, weil Kong diesen Schutzschild mit dem Entnehmen der Energie aus der Hollow Earth aufgehoben hat und nun der neue Orang-Utan-Gegner quasi so aus der Hollow Earth an die Oberfläche kommen kann, um sein New Empire aufzubauen? Klingt irgendwie auch relativ logisch, oder? Also auch dieses Szenario würde Sinn ergeben. Die letzte Theorie geht davon aus, dass dieser Gegner erst jetzt seinen Rachefeldzug beginnt, weil er erst jetzt gemerkt hat, dass sowohl noch Kongs als aber auch Godzillas am Leben sind. Denn diese Theorie geht davon aus, dass dieser Gegner eine wirklich dramatische Hintergrundgeschichte hat. Auch die Theorie holt jetzt wieder sehr weit aus. Ja, dafür gibt es erstmal noch keine Indizien. Aber es heißt, dass die Familie dieses neuen Orang-Utan-Kongs im Krieg der Godzillas gegen eben die Gorilla-Kongs getötet wurden. Als dann letztendlich Kong und später auch dann Godzillas Atomic Breath in der Hollow Earth auftauchen, bemerkt dieser Gegner erst, dass da immer noch zwei der Parteien am Leben sind. Er möchte nun diesen Krieg ein für alle Mal beenden, entscheidet sich dazu, die beiden letzten Überlebenden dieser Spezies umzubringen und dann eben die Herrschaft über die Menschen anzutreten, weil diese beherrscht werden müssen. Das gibt der ganzen Figur einen sehr menschlichen und eben auch einen sehr diktatorischen Zug, aber irgendwo auch dann einen leicht nachvollziehbaren. Ich habe hier so ein paar Thanos-Vibes erneut gehabt, dass man hier sagen würde, okay, ich verstehe, warum er das macht, aber ich würde es halt nie akzeptieren. Das sind jetzt so die Theorien, die ich für euch rausgefunden habe, plus noch zwei Theorien, die von mir selber kommen, was diesen neuen Gegner aus Godzilla x Kong angeht. Und ey, ich glaube wirklich, dass wir hier, sollte das Monsterverse tatsächlich in so eine große Marvel-Richtung gehen, dass wir hier etwas ganz Großes bekommen könnten. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Was meinst du, hat das mit diesem neuen Orang-Utan-Kong auf sich? Und ich will jetzt hier kein einziges Mal im Kommentarbereich King Louis sehen, bitte nicht. Ach, wisst ihr was? Hashtag King Louis, es passt schon irgendwo. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal. Ciao.